Der Glaube der Götter. Erich Markers Reise hingegen war relativ reibungslos verlaufen. An demselben Morgen, an dem Omnisseus auf Capritalta aufgewacht war, erwachte der Sohn des Orbitos in seiner Kabine auf der Peeling Pearl, wobei es jedoch noch stockfinster und eigentlich noch Nacht war. Das laute Trommeln von niederprasselndem Regen und das gefährliche Schwanken des Schiffes im heftigen Seegang riss ihn aus dem Schlaf. Donner hallte nieder und Blitze zuckten an den dunklen Himmel, als er durch das kleine Fenster der Kabine blickte. Eilig trat er nach draußen an Deck, wo die Mannschaft hektisch an Seilen zog und mit Planken versuchte, dem Seegang so gut wie möglich zu trotzen. Am Ruder befand sich Black Arrow, der alles Menschenmögliche tat, um das Schiff auf Kurs zu halten. Erich Markes trat gegen den starken Wind und den niederprasselnden Regen an und mühte sich so zu dem Kapitän an das Ruder und rief: Wo sind wir? Waterworld, wenn du mich fragst, rief der Kapitän zurück. Was für eine Welt? Erkundigte sich der Held. Der Kapitän drehte sich, ungeachtet des Sturms, um und entgegnete mit gelassenem Grinsen heiter: Der Regen fällt schwer, der Wind bläst wie sonst nur auf den Bergen und die Wellen peitschen wie die Zunge eines Teufels. Klingt nicht gerade nach der Karitik in diesem schönen sonnigen Inselparadies, nicht? Verdammt, das Ruder! Wer lenkt denn dieses Schiff? Entgegnete Erich Markes aufgeregt und deutete in Richtung des Ruders, wohin sich Black Arrow kurz umwandte, um das Ruder eines kurzen Blickes zu würdigen, ehe er seinen Kopf schnell wieder zu dem Sohn des Orbitos umwandte und gelassen mit den üblichen Grinsen antwortete: Niemand, würde ich sagen. Gegen diesen Sturm lohnt es sich für mich ohnehin nicht entgegenzuhalten. Viel zu anstrengend. Und warum standest du dann so bemüht am Ruder, bevor ich kam? Hakte der Held nach. Na, wegen der Moral. Immerhin bin ich der Captain. Und die Mannschaft erwartet in so einer Situation, mich am Ruder zu sehen. Wieder der Kapitän gelassen, eher spielerisch und mit Pokerface hinzufügte: Oder will der muskulöse Sohn des Orbitos sich versuchen, der Macht der See zu stellen? Wobei er mit ausgestreckter Hand auf das Ruder deutete. Gerade so, als wollte er ihn direkt dazu einladen. Erich Markes fühlte sich herausgefordert und akzeptierte die Herausforderung stumm mit zusammengezogenen Augenbrauen. Er schob Black Arrow beiseite und trat in das wild umherdrehende Ruder und bemühte sich redlich, es unter Kontrolle zu bekommen. Es dauerte einige Zeit, doch es gelang ihm mit großer Mühe, weshalb er stolz sprach: Siehst du, ich hab Kraft wie ein Löwe! Aber leider den Verstand eines Löwenzahns, erwiderte der Kapitän, ehe er ihm mit einem Totschläger auf den Hinterkopf traf und der Held bewusstlos zu Boden fiel. Der Kapitän blickte den ohnmächtigen Held traurig an, kniete sich neben ihn und sprach: Entschuldige, mein Freund, aber du bist nicht der Einzige, der eine Schuld zu begleichen hat. Black Arrow erhob sich und rief zu der Mannschaft: Ich habe einen Helden, der verbunden werden möchte. Ihr könnt mit der Panik ruhig aufhören. Mit diesen Worten wurde die Mannschaft ruhig und sie zogen die Planken ein, während der Kapitän das Ruder griff und mit Leichtigkeit das Schiff auf Kurs brachte. Zwei der Männer traten hinauf und einer von ihnen fragte: Was sollen wir mit ihm machen? Sollen wir ins Hessel und in die Kajüte sperren? Nein, zu gefährlich, erwiderte der Kapitän nachdenklich. Er spontan lächelte und sprach: Setz ihn in ein Beiboot und schickt ihn auf See. Aber Captain, er wird sicherlich in die Kapitalterströmung geraten und zu dieser gefährlichen Insel geraten, wobei das Boot zerschellen und er von den spitzen Felsen aufgerissen werden wird, gab der Matrose zu bedenken. Das ist ein Göttersohn. Sein Vater wird schon auf ihn aufpassen. Und selbst wenn nicht, ist er stark genug, das durchzuhalten. Immerhin ist er mit dem Ruder gegen meine ganze Mannschaft, die mit Absicht mit den Planken das Schiff zum Schaukeln brachte, angetreten und hat gewonnen, erwiderte der Kapitän grinsend und spottend. Also die ganze Mühe, wenn wir ihn jetzt doch freilassen? Erkundigte sich der Matrose. Wir lassen ihn nicht frei. Wir schaffen ihn mit Capritalda auf ein Gefängnis, dem es er nicht entkommen kann. Dann holen wir unseren Auftraggeber, bringen ihn zu Erich Markes, wie es abgemacht war, und jetzt husch husch, setz den Kerl ins Boot. Aber Captain! Na los, hopp hopp, sonst lasse ich euch mit auf das Boot hieven, erwiderte der Kapitän, streng aber fröhlich, in seinen kaum einschätzbaren Tonfall. Die Männer gehorchten und verfrachteten ihn auf das Boot und setzten ihn auf See,
ehe sie davon segelten und der Held, wie geplant, auf Capri Talta zuströmte, wo das Boot zerschellt und er, nach einigen Kollisionen mit dem Felsen im Meer, an den Strand gespült wurde. Als die Sonne Herak Marques weckte, musste er erst einmal Wasser, das er versehentlich in die Luftröhre bekommen hatte, aushusten. Zwar hat er auch einige Schramm davon getragen, doch seine übermenschliche Kraft verlieh ihm auch eine gewisse Schmerzresistenz, weshalb es ihn nur wie kleine Kratzer wahrnahm. »Wo bin ich?« fragte er, nachdem er das Wasser ausgehustet hatte und sich umblickte und zu seiner Rechten einen langen, jedoch schmalen Strand entdeckte, während zu seiner Linken eine unnatürlich gerade wirkende Sandrampe wie ein Weg zwischen zwei Klippen prangerte. »Was ist passiert? Mir dröhnt der Kopf!« gab er von sich und dachte scharf nach, was passiert war. Langsam kam seine Erinnerung wieder und er sprach zu sich selbst. »Ich war am Ruder der Peeling Pearl in diesem schweren Sturm und auf einmal traf mich etwas von hinten.« Zornesfalten legten sich auf seine Stirn und seine Fäuste ballten sich, als er realisierte, dass es nur so gewesen sein konnte, dass Black Arrow ihn niedergeschlagen hatte. Zornig sprach er. »Black Arrow? Warum? Das zahle ich dir heim!« Auf einmal hörte er einen lauten Aufschrei eines Mannes, der rief. »Oh Mist! Das hier muss die Insel Capri Talta sein!« Auf den sofort ein lautes Wuff folgte. So als wenn etwas durch eine Wand gebrochen wäre. Er rannte eilig die Rampe hinauf und sah, wie ein Mann am Boden lag und sich offenbar nicht bewegen konnte. Vor ihm türmte sich eine Riesenschlange, die Herak Marques sofort als Spratzel erkannte, auf, die gerade mit ihrem zu einer Keule verdickten Schwanz in der Luft zum Schlag ausholte. Herak Marques schaute sich um, doch die karge Wüste bot keine Waffe und ihm war klar, dass eine direkte Berührung der Schlange durch ihre statische Ladung nicht möglich war, da er sofort von einem Stromschlag niedergeworfen werden würde. Herak Marques musste improvisieren und brach eine, etwa kopfgroße, schroffe Spitze von den Klippen ab und schleuderte sie auf das Untier zu. Er traf es am Hals, unterhalb des Kopfes, was die Schlange dazu veranlasste, sich schmerzerfüllt nach hinten zu lehnen und den Angriff mit dem Schwanz abzubrechen. Dem Sohn des Orbiters war klar, dass dieser, vergleichsweise kleine Stein, der Schlange kaum was ausmachte und sie eher vor Überraschung zurückgeschreckt war, weshalb er eilig zu dem Mann am Boden rannte und sich mit einer Hechtrolle ihn näherte. Gerade noch rechtzeitig erreichte er ihn, um ihn zu ergreifen und sich mit ihm gemeinsam wegzurollen, ehe die Schlange mit dem Kopf herunterschnellte und so ihre Beute knapp verfehlte. »Wer bist du denn?« tönte es überrascht von dem Mann, welcher sich als Sohn des Kriegsgottes Mares herausstellte, als den starken Mann über sich erblickte, der freundlich antwortete. »Erklär ich dich später.« Ominousos lehnte seinen Kopf zur Seite, um an Herak Marques vorbeizuspähen, und erblickte so Spratzel, welche erneut zum Schlag mit dem Schwanz ausholte, weshalb er rief. »Vorsicht, roll dich nach links!« »Von mir oder von dir aus?« fragt der Sohn des Orbiters nach. Verwundert über die Frage, verzog Ominousos verblüfft das Gesicht, wobei er seine linke Augenbraue skeptisch nach unten zog, während die rechte sich erhob, ehe Herak Marques umschlang und sich gemeinsam mit diesem wegrollte. Als die Schwanzkeule auf die Stelle herabschnellte, wo sie zuvor lagen, wirbelte durch den heftigen Schlag Sand auf, welch für einen kurzen Moment Spratze den Blick verhüllte. Die Helden nutzten die Gelegenheit und richteten sich auf und entfernten sich mit einigen Schritten von der Donnerschlange auf die Klippen zu, wobei Herak Marques vor dieser stehen blieb und einen der schroffen Felsspitzen ergriff. »Was machst du da?« fragt Ominousos, während sich Herak Marques offenbar sehr anstrengte, um den Stein abzubrechen. Ominousos blickte zu der Schlange, die offenbar nicht mehr vom Sand geblendet war, und wandte seinen Blick dann wieder Herak Marques zu, wobei sich Ominousos mit der flachen Hand demonstrativ an die Stirn klatschte, um zu zeigen, dass er Herak Marques Bemühungen lächerlich fand, wobei er kommentierte, »Jetzt verstehe ich, du willst den Stein abbrechen. Ganz ehrlich, das ist eine dumme Idee. Keiner ist so stark.« Tönte es von Herak Marques, als mit großer Anstrengung die Spitze, die etwa so groß war wie er, abbrach und sich schwungvoll mit dieser umdrehte und auf die Donnerschlange zuwarf, deren Kopf in just demselben Moment mit geöffnetem Maul auf die beiden Helden herabschnellte. Der Stein flog genau in das Maul des Untiers und warf es nach hinten zurück, sodass es mit einem schmerzhaften Schrei, welcher so ähnlich klang wie ein Kratzen über eine Tafel, umfiel und in einer kleinen Sandwolke verschwand. »Unglaublich!« tönte es von Ominousos beeindruckt. »Danke!« erwiderte der Sohn des Orbiters,
Er eilig und besorgt ergänzte: Aber ich kann sie auf diese Weise nicht besiegen. Ich kann sie nur hinhalten. Was ich bräuchte, wäre eine Waffe. Der Sohn des Mares ergriff mit gespreizten Daumen und Zeigefinger sein Kinn und strich sich über dieses, wo ein verschmitztes Grinsen auf seinen Lippen erschien, wobei er sprach: Die stärkste Waffe der Welt ist eine gute Idee. Dann lass dir schnell mal was einfallen, denn diese Donnerschlange wird nicht lange so liegen bleiben, kommentierte Herr Rackmarkes. Die beiden Helden betrachteten die Stelle, an der die Schlange umgefallen war, und sahen, dass sich der aufgewirbelte Sand gelegt hatte und die Schlange sich langsam am Boden windete. Offenbar erholte sie sich langsam von dem Treffer. Erik Marcus drehte sich erneut zur Klippe und versuchte erneut angestrengt einen der Klippenspitzen abzubrechen, um diese als Wurfgeschoss zu nutzen, während Ominusos sprach: Ich habe eine erfolgsversprechende Taktik. Breche du erst einmal den Stein ab und mache dich bereit, ihn zu werfen. Ich verschaffe dir Zeit, indem ich die Schlange ablenke. Ich werde sie zur Klippe locken und wenn sie dann nahe an dieser steht, wirst du mit all deiner rohen Kraft den Stein auf sie schleudern. Das sollte reichen, um sie die Klippen hinunterzustürzen. Mit diesen Worten trat Ominusos auf die Schlange zu, wobei Herakmarkes ihm nachrief: Wird sie das töten? Keine Ahnung, ich bin Krieger, nicht Biologe, antwortete der Sohn des Mares kurz und bündig, als er vor die Schlange trat, die sich vor ihm erhob und ihren Blick auf ihn zentrierte. Ominusos war tapfer genug, mit seinem Fuß einigen Sand gegen das Wesen zu schleudern, was ihm zwar keinerlei Schaden zufügte, jedoch offenbar seinen Zorn aufs Neue weckte. Blitzschnell wendete sich die Schlange um 180 Grad um die eigene Achse und ließ dabei seinen Schwanz über den Boden gleiten. Ominusos reagierte schnell genug und sprang von der Düne herunter und kullerte Richtung der Klippen. Ein Blick zu Herakmarkes verriet ihm, dass dieser die Spitze bereits abgebrochen hatte und er nun diesen auf einen kleinen Düne vor sich schleppte, um einen besseren Wurfwinkel auf die Schlange zu gewinnen. Spratze sprang mit einem Rückwärtsflip einige Meter in die Höhe und spreizte ihr Maul. Genau unter diesem befand sich Ominusos, der nur wenige Meter davon entfernt war, die nächste Mahlzeit für die Donnerschlange zu werden. Schnell hechtete er sich weg und befand sich nun an den Klippen, an denen er sich festhielt, während der Boden unter ihm erbebte, als die Schlange landete und ihr Maul schloss. Spürend, dass sie nur Sand im Maul hatte, richtete sie sich wieder auf, spie den Sand aus und schnellte mit dem Kopf erneut auf den Sohn des Mares zu, der sich zur Seite rollte, während die Schlange mit dem Kopf gegen die Klippen prallte. Deren Spitzen daraufhin abbrachen und mit lautem Aufprall an der Küste in kleine Stücke zerschellten. Spratze richtete sich langsam wieder auf und schien ein wenig zu torkeln. Offenbar war der Stoß gegen die Klippen nicht schmerzlos an ihr vorübergegangen. Ominusos erkannte den schwachen Moment seines Gegners und rief Herakmarkes zu: Wirf! Der Sohn des Orbitos gehorchte und schleuderte den Stein gegen den Kopf der Riesenschlange, die einen lauten Fieben an diesem getroffen wurde und Kopf über die Klippen hinabstürzte. Eilig traten Ominusos und Herakmarkes an die Klippen und blickten hinab. Wie erstaunt waren sie, als sie nur schroffe Felsen und den Sand des Strandes erblickten, auf denen sich die zerschellten Überreste der abgebrochenen Klippe befanden. Wo ist sie? Fragte Herakmarkes überaus verblüfft. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das ist nicht gut, kommentierte Ominusos beunruhigt. Die beiden Helden gingen auf die Knie und lehnten sich vorsichtig über die Klippen, um ganz sicher zu gehen. Als sie gespannt und mit suchendem Blick nach unten schauten, sprang auf einmal aus dem Sand Spratzle hervor. Dieser Angriff kam so überraschend, dass die Helden nicht schnell genug reagieren konnten und von der Rückseite des Schlangenkopfes getroffen und durch den Druck zurückgeworfen wurden. Zwar waren sie kämpferisch so gut trainiert gewesen, dass ihre Körper reflexhaft ihre beiden Arme schützend vor ihr Gesicht hielten. Dennoch war diese primitive Abwehrhaltung nicht stark genug, um den harten Sprungangriff zu widerstehen, sodass sie hilflos mit großem Schmerz in den Armen auf den Rücken lagen und gelähmt durch den elektrischen Stoß des Donnerschlangenkörpers ihrem Schicksal überlassen waren. Spratzle indes landete kopfüber in einiger Meter Entfernung hinter den Helden und verschwand im Sand, nur um einige Sekunden später wieder aus diesen hervorzutauchen. Sie züngelte kämpferisch und zornig mit ihrer Zunge, bereit, ihren Widersachern den Gar auszumachen, als plötzlich ihre Aufmerksamkeit von einer großen Motte abgelenkt wurde, die vor ihren Augen auftauchte und auf der ein Faun ritt. Sich mit klein anzulegen ist doch wahrlich kein Problem. Versuche es mal mit mir, sprach der Faun, der sich als Panfaulus herausstellte, der auf seiner Motte Luna um den Kopf der Schlange kreiste. Diese schnappte eilig zu, doch Luna wich elegant mit einem Rückwärtslooping nach oben aus, um sich daraufhin schnell wieder nach unten zu bewegen,
gelenkt von ihrem sichtlich erfreuten Reiter, der rief: So ist es gut, Luna. Kreiste so eng um ihren aufgerichteten Körper wie nur möglich. Luna gehorchte und zog enge Kreise um Spratzels Körper, die sich in einer Spirale nach unten zogen. Juhu! Oh Mann, das macht vielleicht Spaß! Rief Panfaulus erfreut auf, da ihm der Ritt auf der Motte so viel Spaß machte. Zwar war er kein Freund des Kampfes, aber hierbei handelte es sich ja eher um eine Rettung, wobei dies wohl nur eine Schicksalsfügung war, da er eigentlich versuchen wollte, die ihm gestellte Aufgabe zu lösen. Doch warum sollte man nicht beides kombinieren können? Fassungslos betrachteten Hera Marcus und Ominösus den jubelnden Faun, der mit seiner Motte die Schlange umkreiste und diese, verwirrt durch die schnellen Drehungen, reflexartig nach der Motte schnappte, welche jedoch viel zu agil war, um sie zu erwischen, da sie ständig mit eleganten Drehungen, Spiralen und Loopings dem kräftigen Schlangengegner entwich. Endlich wurde Spratze schwindlig, sodass sie mit dem Schwanz zuschlug, was Luna jedoch erneut parierte. Ein schneller Biss unter dem noch gehobenen Schwanz folgte, der jedoch erneut ins Leere ging. Selbst nach dem Biss verfolgte der Schlangenkopf noch die flinke Motte, welche sich über den Schwanz erhob, der nun quer über den Schlangenkörper lag. Einige weitere Angriffe ins Leere der Schlange folgten und schon bald war der gesamte Körper so sehr in sich verschlungen, dass sich Spratzel, ohne es zu merken, selbst verknotet hatte und nur noch die Keule des Schwanzes um den Kopf minimal bewegen konnte, während der Rest völlig bewegungsunfähig war. Somit war die Aufgabe erfüllt. Spratzel war gefangen, und zwar mit sich selbst. Als der Kampf zu Ende war, landete Luna auf Bitten ihres Beherrschers bei den beiden anderen Helden. Pamphaulus stieg beschwingt ab und stellte sich den beiden anderen höflich vor. Guten Tag, mein Name ist Pamphaulus. Seid ihr unverletzt? Ja, danke für die Rettung. Mein Name ist Herak Magis. Während er dies sprach, schüttelte er dankbar die Hand des Fauns, ehe Ominösus sprach: Das war sehr imposant. Ich bin übrigens Ominösus. Auch er gereichte den beiden anderen seine Hand zum Zeichen der Dankbarkeit, da es ihm ja beide geholfen hatten. Sagt an, wie hat es euch denn auf diese karge Insel verschlagen? Hat man euch auf See ausgesetzt? Erkundigte sich Panfaulus höflich. Herr Magis kratzte sich unsicher am Kopf und sprach dabei unsicher und etwas verlegen. Naja, irgendwie schon, aber eigentlich hätte es mich sowieso früher oder später hierhin verschlagen. Also ich wurde auf See ausgesetzt. Erst von meiner Mannschaft hintergangen, dann von Piraten entführt und schließlich haben die mich in einer unverständlichen Eile und Heftigkeit in einer Nussschale ausgesetzt und die Strömung hatte mich dann hier angespült. Ich wollte zwar hierher, aber eigentlich zu meinen Konditionen. Panfaulus zog angestrengt denkend seine Augenbrauen nach unten, wodurch sein Gesicht streng und finster wirkte, als er nachhakte. Ihr beide wolltet also hierher? Wozu? Ich hatte so meine Gründe. Entgegnete Ominösus, wohl darauf bedacht, seine Absicht nicht kundzutun. Was allerdings nicht brachte, da darauf Panfaulus gleich mit erheitertem Gesicht gelassen sprach: Du wolltest also Spratzel fangen, nicht wahr? Er wandte sich zu Herak Marcus um und sprach dann zu diesem: Und du ebenso? Woher weißt du das? Fragte dieser überrascht, als Panfaulus sich entschied, die Sache aufzuklären. Auch ich bin deswegen hier. Ich bin der Sohn der Gaira und du, Herak Magis, du bist der berüchtigte Sohn des Orbiters. Während du, Ominösus, wohl der Sohn des Mares sein wirst. Wie schön, meine Konkurrenten kennenzulernen. Ich dachte schon, dies Vergnügen würde mir wohl nicht zuteil werden. Betroffenes und nachdenkliches Schweigen machte die Runde, während die drei Göttersöhne sich gegenseitig anblickten und verunsichert über diese Situation nachdachten. Ein unangenehmes Schweigen breitete sich aus, welches von Ominösus mit den Worten: Und wie geht es jetzt weiter? Wollen wir es jetzt gleich hier austragen? Gebrochen wurde. Auch wenn er sonst sehr souverän und überzeugend wirkte, so war in seiner Stimme nun Unsicherheit zu vernehmen. Sicher, seine Konkurrenten hier und jetzt auszuschalten, würde die Dinge sehr vereinfachen. Aber die Gerechtigkeit mahnte ihn, dies zu tun, denn er schuldete beiden sein Leben und bereute ein wenig seine unüberlegte Frage, welche er mag es mit den Worten: Der Wettkampf geht nicht darum, wer von uns wen niederstrecken kann. Es ist ein Wettkampf, der uns auf unsere Fähigkeiten hin prüfen soll und uns Aufgaben stellt, welche wir bestehen müssen. Es ist nicht klug, unnötig Blut zu vergießen. Beantwortete: Ah, die Lehre Meister Agalemons. Band 4, wenn ich mich nicht irre. Bemerkte Panfaulus, der gleich darauf hinzufügte:
Ich bin erstaunt, dass ihr dieses komplizierte Werk studiert habt. Ich kann mich als sehr belesen rühmen. Doch selbst ich hatte mit dem sehr philosophischen Schreibstil und der Abstraktion seiner Gedanken in diesem Werk große Probleme. Georg Marques Gesicht trübte sich und er senkte bei dem Gedanken an seinen ehemaligen Meister betroffen seinen Kopf und antwortete zögernd und traurig: Ich habe seine Werke nie gelesen. Er hat mich unterrichtet, bis ihn mein Vater Orbitus mit einem Blitz niedergestreckt hatte, weil er etwas gesagt hat, was ihm missfiel. Anteilnahmsvoll schüttelt der Faun ablehnend sein Haupt, legt die Hand tröstend auf Georg Marques Schulter und sprach zu ihm: Mein Beileid. Niemand kann sich seine Eltern aussuchen. Und wir alle müssen mit den Lehren des Lebens, welche uns mit der Geburt als Umfeld um Umwelt gegeben wird, unsere eigene Welt formen. Dankbar nickte Georg Marques zögernd, ehe er Minusa spöttisch einwarf: Das würde ich auch sagen, wenn mein Vater ein Geistbock wäre. Dein Vater scheint nur menschlicher als der meinige. Aber das musst du selbst herausfinden. Verteidigte sich der Faun mit gelassener Miene, während Ominysos seine Arme verschränkte und erwiderte: Das Einzige, was ich muss, ist diese Aufgabe erfüllen, nicht mehr und nicht weniger. Ich verstehe. Erwiderte Panfaudus enttäuscht und stieg auf Luna, während die anderen Helden ihn mit ihrem Blick verfolgten. Nachdem er aufgesessen hatte, sprach er zum Sohn des Orbitos: Nur zu dumm, dass du von dieser Insel ohne meine Hilfe nie runterkommen wirst. Die See in dieser Gegend ist gefährlich. Voller Piraten und scharfer Felsen, mit Niederschlägen so heftig, dass man kaum die Hand vor Augen sehen kann. Kaum ein Kapitän würde verrückt genug sein, diese See zu befahren, und selbst wenn er es täte, so wäre es reiner Zufall, wenn sein Schiff die See und die Felsen überstehen würde. Kommst du also mit? Du willst mich wirklich mitnehmen? Fragte Ominysos verwundert, wobei er seine Arme aus der Verschränkung löste, um sie verwundert mit offenen Handflächen vor seiner Brust zu halten, so, als wenn er einen unsichtbaren Krug vor dieser tragen würde. Ehe er eilig und verwirrt hinzufügte: Aber wieso? Ich bin dein Konkurrent. Erst rettest du mir das Leben, was man ja noch als Zufall ansehen könnte, weil du nicht wusstest, wer ich bin. Doch jetzt willst du mich von dieser Insel retten und damit mir erneut helfen? Bist du so töricht, dass du nicht siehst, dass du einen Feind hilfst und damit dich selbst um den Sieg bringst? Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich bin weise genug zu sehen, dass der Feind, für den du dich hältst, mir so sehr Feind wie Freund ist. Ich sehe, dass er mir genauso schaden wie auch helfen kann. Und wenn ich sehe, welche Aufgaben uns allen bevorstehen, so bin ich mir unsicher, ob überhaupt ein Einzelner von uns in der Lage ist, sie nicht nur alle zu meistern, sondern auch zu überleben. Und daher kann ich Freunde wahrlich gut gebrauchen. Argumentierte Panfaudus weise. Der Dialog mit Ominysos ging weiter. Während Georg Marques interessiert und wissbegierig lauschte, so wie er es auch immer bei seinem Meister tat. Natürlich hat jeder von uns das Potenzial, diese Aufgabe allein zu meistern. Ansonsten hätten unsere Väter bzw. deine Mutter nicht uns ausgewählt. Immerhin würden sie niemals ihre Kinder gefährden und bei Gefahr einschreiten. Argumentierte Ominysos. Ist dem so? Hakte Panfaudus mit ruhiger und weiser Stimme nach, ohne ein Fünkchen vorwurfsvoll zu wirken, als er fortfuhr: Und warum hat dich dein Vater dann nicht vor Spratze bewahrt? Ohne mich wäret ihr beide verloren gewesen. Und ich selbst hätte euch ohne meine Gefährtin Luna hier. Er machte eine kurze Pause, um seiner Mutter am wuscheligen Hals zu kraulen, woraufhin diese fröhlich die Augen zusammenkniff. Euch nicht retten können. Sieh es ein, Ominysos. Wir sind nur Figuren in ihrem Spiel. Sie rücken uns so, wie sie es wollen, um ihr Ziel zu erreichen. Um mehr geht es nicht. Wir sind ihnen alle gleich, so wie dir es die vielen Namenlosen ohne Gesichter waren, welche deinen Befehlen in den vielen Kriegen folgten und die du Krieger nanntest. Ominysos krummelte ob dieses grausamen Vergleiches. Es war nicht die Wahl der Worte, die ihn erzürnte, sondern die Erkenntnis, dass der Faun recht hatte. Ein Soldat hat den Befehlen seines Herrschers zu folgen. Auf dem Schlachtfeld kann der Einzelne nur seine Perspektive sehen und beurteilen, jedoch nicht die aller. Dafür ist der Herrscher da, der die Einzelnen daher so koordinieren muss, dass sie sich nicht für sich, sondern für das gesamte Wohl aller handeln. Verteidigte sich der Kriegsheld. Panfaudus lehnte seinen Kopf auf seinen angewinkelten Arm und entgegnete: Und das ist deiner Meinung nach der Grund,
warum man blind Befehlen folgen sollte? Es tut mir leid, deine Illusion zu zerstören, aber das kann nicht richtig sein. Wenn der Einzelne nicht für alle entscheiden kann und nur Befehlen folgt, so verliert er seine Eigenständigkeit und damit seine Freiheit und damit wiederum seine individuellen Bestreben. Herrscht nun über diese nun nicht mehr denkenden und wünschenden Masse ein Einzelner, welcher das Denken und Wünschen für alle übernimmt und allen anderen nur befehlt, so handeln sie nur bei oberflächlicher Betrachtung zum Wohle aller, denn das Wohle aller ist damit zum Wohle des Einen geworden und damit autark. So sind nun mal einmal die Dinge, wie sie sind. Es gibt daran nichts zu rütteln. Warf Ominöses ein. Nur weil Dinge sind, wie sie sind, bedeutet das noch lange nicht, dass sie so sind, wie sie sein sollten. Hast du noch nie das Bestreben verspürt, dich aufzulehnen und die Dinge abzulehnen, welche dir als richtig und wahr beigebracht waren, weil deine Erfahrung und Überlegung dich lehrten, dass andere Dinge richtig und wahr sind, nur nicht als solche erachtet werden? Panfaude sprach dies mit einer solchen Spitzfindigkeit, dass Ominösos trotz langen Suchens kein Gegenargument mehr fand und etwas widerwillig zugab. Manchmal, so kommt es mir vor, ist Krieg nicht das Richtige. Es ist schon lange her, dass sich meine Seele nach Herrschen verzehrte. Und wonach steht dir jetzt der Sinn? Fragte Herak Magis und betrat damit wieder den Diskurs. Das geht euch doch gar nichts an. Ihr tut ja gerade so, als wären wir Freunde. Nur damit ihr es wisst, wenn ich euch beiden nicht mein Leben verdanken würde, dann würde ich bereits jetzt gegen euch kämpfen. Aber in diesem Fall gebe ich nach. Ich werde euch begleiten, aber nur, weil ich sonst hier festsitze. Sobald wir die Zivilisation erreichen, trennen sich unsere Wege wieder. Erwiderte Ominösos kalt und blickte mit strengem Gesichtsausdruck die anderen beiden Helden an. Woraufhin Panfaudus gelassen erwiderte, Nun, ich würde dich schon gerne als Freund an meiner Seite wissen. Aber diese Entscheidung steht dir ja wohl frei. Er wandte sich daraufhin Herak Magis zu und fragte diesen, Wie sieht es mit dir aus? Hättest du Lust, mich zu begleiten und mit mir zusammen die Aufgaben zu lösen? Ja, sicher, wenn es dir nichts ausmacht. Erwiderte der Sohn des Orbitos. Was? Tönte es von Ominösos, der mit dem empörten Ausruf die Aufmerksamkeit auf sich lenkte und fortfuhr. Sagt mal, seid ihr noch bei Trost? Was ist mit dem Wettkampf? Wenn die Götter erfahren, dass ihr euch verbündet, werden sie ziemlich sauer sein. Das ist ihre eigene Schuld. Ich weiß ja nicht, welche Bedingungen sie dir mitgeteilt haben, aber bei mir war nicht mit einem Wort die Rede davon, dass ich die Aufgaben alleine bewältigen müsste. Erwiderte Panfaudus. Wenn ihr, angenommen vor mir, die Aufgaben erfüllt, dann wird der Streit da oben noch immer andauern. Ist euch klar, was das heißt? Gab Ominösos zu bedenken. Ja, der Götterthron wird sich weiter abnutzen. Weißt du, Ominösos, dieser Wettkampf bereitet mir Kopfzerbrechen, seitdem meine Mutter zu mir herabgestiegen ist und mir erklärte, welche drei Optionen es gibt. Denn dass sie oder einer eurer Väter den Götterthron besteigt, um alleine zu herrschen. Weißt du, warum ich die Aufforderung für meine Mutter, an dem Wettkampf teilzunehmen, angenommen habe? Fragte Panfaudus bedächtig. Damit deine Mutter gewinnt, ist doch klar. Tönt es schroff von Ominösos. Ablehnend schüttelt Panfaudus langsam seinen Kopf, ehe er erwiderte, Nein, damit keiner von euren Vätern den Thron betritt und die Aru auf seine Art beherrscht, da die Welt, die dann entstehen würde, kein Ort mehr wäre, wo es sich zu leben lohnen würde. Doch auch die Art, wie meine Mutter herrschen würde, wäre mir nicht recht. Sicherlich wäre die Welt ein angenehmerer Ort, als wenn Maris oder Orbitos herrschen würden. Doch es wird auch den Verlust von Vielfalt bedeuten. Egal wer gewinnen würde, ich wäre ein Verlierer. Denn selbst meine tiefsten Gedanken können sich nicht ausmalen, wie massiv die so entstehende Veränderung Eru verändern würde. Einzig weiß ich, dass es nicht zum Besseren wäre. Diese Gedanken, dass all meine Optionen die Auswahl zwischen drei verschiedenen großen Übeln waren, machte mich sehr betroffen. Doch jetzt, wo ich euch treffe, dämmert mir die Idee, die doch so nahe lag. Alle gewinnen oder verlieren. Denn so bleibt Eru der Ort, der er ist. Er mag nicht perfekt sein, was in der Ermangelung der Tatsache, dass jeder Einzelne eine andere Vorstellung von einer perfekten Welt hat, eh unmöglich wäre. Doch so, wie Eru ist sein Ort,
an dem genug Raum für jede Vorstellung ist und somit alle Vorstellungen mit kleinen Kompromissen erfüllt werden können. Vielleicht ist das das Wohl aller, welches du erstreben solltest. Gut gebrüllt, Löwe. Aber die da oben... Ominösus deutete gen Himmel. Spielen ein paar Ligen höher als wir. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Und ich bin vielleicht nicht weise genug, um mich diesen tiefgründigen Vorstellungen zu öffnen. Aber es reicht immer noch bis dahin, dass ich vorhersehen kann, dass da oben einige Jungs und Mädels mächtig zornig werden und ich nicht derjenige sein möchte, welcher diesen tödlichen Zorn zu spüren bekommt. Also bringt mich einfach von hier weg und macht, was ihr wollt, okay? Ominösus, Pamphaulus hat recht. Mein Vater hat ohne Gnade meinen Meister niedergestreckt. Ich kenne ihn zwar kaum besser als eure Eltern, aber eine Alleinherrschaft von diesem möchte ich nicht riskieren. Warf Heraklagus mit ermutigendem Nicken ein. Pamphaulus bestärkte Heraklagus' Aussage, indem er hinzufügte: Ja, Ominösus, wenn wir zusammenhalten, haben wir eine Chance. Vergesst es, Leute. Das Thema ist vom Tisch. Ich will nichts mehr davon hören. Bringt mich einfach hier weg und ich verspreche euch, dass ich euch nicht im Weg stehen werde, okay? Beharrte Ominösus stur und streng. Stumm akzeptierten die beiden anderen diesen Vorschlag und Heraklagus stieg auf Luna auf. Erst nachdem Pamphaulus Ominösus mit den Worten »Bitte aufsteigen, der Flug geht gleich los. Zur Sicherheitsinformation, bitte halten Sie sich während des gesamten Fluges gut fest und lehnen Sie sich nicht über die Seiten hinaus.« Scherzte, sprang auch Ominösus auf und hielt sie an dem wuscheligen Flaum der Motte fest, welche daraufhin langsam in die Lüfte stieg, wobei Pamphaulus verlauten ließ »Nächster Halt, Throne 1. Wir wünschen einen angenehmen Flug.« Mit diesen Worten beschleunigte Luna auf die übliche Geschwindigkeit und hielt auf Throne 1 zu, welches kaum eine Flugstunde von Capritalta entfernt war und sich immer noch mit der großen Nachbarinsel Spasta im Krieg befand. Die Situation wirkte für Throne 1 aussichtslos. Hinter ihren dicken Mauern verschanzten sich die Throneiner vor den Spastanern, welche ständig mit neuen Truppen an der Küste landeten und bestrebt angriffen. Die Throneiner wehrten sich bisher heftig und mit geringen Verlusten, beschützt von ihren Mauern, doch für eines waren sie nicht vorbereitet, auf die neue Waffe ihres Feindes, welche bisher nur als Gerücht die Runde machte.